10 Jahre wurde daran gearbeitet. Jetzt ist das Flachwassergebiet Kretsand fertig. Mit rund 30 Hektar ist es nur 1,5-mal so groß wie die Binnenalster. Aber der Einfluss auf Hafen und Natur ist gewaltig. Deshalb kamen heute auch gleich die Wirtschaftssenatorin und der Umweltsenator zur Präsentation. Durch diese Schaffung dieser Flachwasserzone hat der Fluss mehr Platz, hat die Elbe mehr Platz, insbesondere bei Hochwasser. Und damit reduziert sich ein bisschen die Fließgeschwindigkeit und gleichzeitig damit der Sedimenteintrag in den Fluss. Und insofern hilft uns das, man muss ein bisschen weniger baggern. Aber es hilft uns in Hamburg auch insgesamt, weil es tatsächlich auch ein wichtiger Beitrag für den Naturschutz und den Erhalt der Biodiversität ist. Hier wurde ein Zustand hergestellt, wie er entlang der Elbe eigentlich normal war. Flachwasserzonen mit Sandbänken und Auenwäldern, die mal unter Wasser stehen und mal nicht. In Zeiten des Klimawandels kommt dieser Fläche eine besondere Bedeutung zu. Das ist ganz wichtig für unsere Fische auch entlang der Elbe. Im Hauptstrom sehr tief ausgebaggert, starke Strömung, gibt es häufiger auch im Sommer bei Hitzewellen Sauerstofflöcher, wo Fische sterben. Das ist dann ein Rückzugsgebiet, wo die sich retten können, wo sie ihre Brut aufziehen können, die dann auch solche Extremsituationen übersteht. Und es sind eben auch Pflanzenarten wie der Schierling Wasserfenchel, die es nur hier im Bereich des Süßwasserwattes entlang der Elbe gibt. Die Umgestaltung des Gebietes kostete 80 Millionen Euro. Früher war hier ein Spülfeld. Hier wurden schadstoffhaltige Sedimente, die man aus der Elbe gebaggert hat, zum Trocknen abgelagert. Der belastete Boden musste ausgetauscht werden. Deswegen war es auch relativ aufwendig. Hat 10 Jahre gedauert, diese Böden hier alle auszuheben. Das waren 2 Millionen Kubikmeter, also das ist richtig viel. Und da gab es natürlich auch den ein oder andere Schaufel, wo man gefunden hat, da war die Qualität nicht so gut und die mussten wir dann aufwendig entsorgen. Und das hat eben seine Zeit gebraucht. Betreten werden darf das Gebiet nicht. Aber vom nahegelegenen Deich hat man einen tollen Blick auf die Tiere, die sich dort ungestört fühlen können. Hier ist ein besonders schützenswerter Lebensraum entstanden, der Teil eines größeren Naturschutzgebietes an der Norderelbe wird.